Also REST Interfaces und Express. Wir fangen erstmal an mit REST Interfaces, weil ich Express nachher verwenden werde, um Ihnen eine praktische Implementierung des REST Interfaces zu zeigen. Erstmal müssen wir uns kurz mit diesem sogenannten CRUD-Paradigma auseinandersetzen. Viele Informationssysteme benötigen zur Manipulation von Daten eigentlich nur vier Operationen, nämlich erzeugen, create, lesen, read, update, ändern oder löschen, also delete, und bilden damit nahezu alles ab, was auf den jeweiligen Datenobjekten, die in dem Informationssystem verarbeitet werden sollen, erforderlich ist. Dieses Paradigma nennt man CRUD, eben nach den Anfangsbuchstaben der vier Operationen, Create, Read, Update und Delete. Und viele Webanwendungen basieren auch auf diesem Paradigma. Ja, also man muss schon eine ganze Weile überlegen, wenn man sich Operationen auf Daten ausdenken will, die nicht unter diesen vier Funktionen subsumiert werden können. Wenn man sich dann Webinterfaces anschaut, die dieses Paradigma verfolgen, dann findet man oft Anwendungen, die vom Look and Feel her ähnlich sind. Insbesondere, wenn wir mit Administrationsoberflächen zu tun haben. Also in Adressbüchern User verwalten oder aber in virtuellen Umgebungen Server verwalten. Das kann sowas sein wie Konten verwalten, also Überweisungen oder Kontentransaktionen. Das sieht alles relativ ähnlich aus. Solche Oberflächen haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wenn Sie was mit Datenbanken gemacht haben. Datenbankmanipulation, das sieht häufig auch so ähnlich aus. Ein Beispiel, wo das vielleicht nur annähernd so aussieht, wären so Auktionshäuser. Da sieht man häufig noch bei Informationssystemen, die sich eher an Konsumenten richten, hat man eher noch so ein bisschen optischen Zucker auf der Oberfläche drauf. Das ist jetzt bei diesen Beispielen hier nicht so. Aber das Prinzip ist in der Regel dasselbe. Wir können die Daten anzeigen, wir können sie erzeugen, wir können sie ändern und wir können sie löschen. Ja? Und mit Hilfe so eines CRUD-Frameworks, oder man kann jetzt diese CRUD-Informationen oder diese CRUD-Systeme durch sogenannte Frameworks unterstützen. Also es gibt in sehr vielen Sprachen CRUD-Frameworks, die es erlauben, Objektdefinitionen vorzunehmen und auf diesen Objekten dann diese vier Operationen auszuführen. Und wenn wir die Objektdefinition in einem strukturierten... Hat denn jemand mal Wasser für die Dame? Da ist was von hinten, kommt was. Ne, bleiben Sie ruhig hier. Also wir wollen Sie jetzt ja nicht hier von der Teilhabe an der Veranstaltung vertreiben. Genau, also diese vier Funktionen sind so fundamental, dass in vielen Programmiersprachen entwickelte Frameworks gibt, die eben auf der Basis strukturierter Objektdefinitionen dann erlauben, Bearbeitungsskelette schon zu generieren. Also wir geben im Prinzip ein Datenmodell vor. Beispiel wäre vielleicht Hibernate von Java. Da wird ein Objektmodell vorgegeben und dann generiert oder kann man daraus eine Anwendung generieren, die Basisfunktionen auf diesen Objekten schon ermöglicht, inklusive der Benutzeroberfläche. Ja? Beispiele dafür wären jetzt Java Hibernate, PHP, CakePHP oder Oracle Application Express. Das würde dann eben entsprechend auf einer Oracle-Datenbank basieren. Und so langsam entstehen auch solche Frameworks für JavaScript und Node, und wir wollen jetzt einmal hier in der Veranstaltung so ein Framework so teilweise selber bauen im Rahmen
der Entwicklung oder dieser Weiterentwicklung dieser Übung und wollen einfach mal sehen und daran lernen, wie solche Frameworks funktionieren, wie diese Funktionalitäten unter der Haube abgebildet sind und auf welche Entwurfsentscheidung es dabei ankommt. Dazu, dass wir für ein verteiltes Informationssystem einen Server brauchen, hatte ich in der letzten Woche schon was gesagt. Nur nochmal zur Erinnerung. Zentrale Daten werden von vielen Clients angefragt, verändert, gelesen, gelöscht oder erzeugt. Und die technische Implementierung der Datenbasis, also ob wir da im Filesystem unsere Daten speichern oder ob wir eine SQL-Datenbank nehmen oder eine NoSQL-Datenbank oder einen wie auch immer gearteten Cloud-Service, der das letztendlich auch in irgendeiner Datenbank möglicherweise ablegt oder in einem Versionsverwaltungssystem, was wir in der Softwareentwicklung auch verwenden. Das ist eigentlich für die Fachlichkeit vollkommen unerheblich. Was wir brauchen, ist ein stabiles Interface, über das wir unsere Daten ansprechen können. Wie das dann unter der Haube gemacht wird, ist für die Außenansicht unserer Schnittstelle unerheblich. Das ändert nichts daran, dass Sie trotzdem lernen müssen, wie man das technisch dann implementiert. Ja? Also wie man letzten Endes unter der Haube dann die Daten auch noch persistiert, aber das kommt in einer anderen Veranstaltung im dritten Semester Datenbanken, da werden Sie sich mit sowas auseinandersetzen. Wir werden jetzt hier für unsere Beispiele eine ganz einfache Persistenzschicht auf Basis des Filesystems verwenden. Das werde ich nachher noch kurz vorstellen. Zur Webserver-Historie oder Historie sage ich jetzt nichts mehr, das hatte ich letzte Woche schon getan. Einzige Anmerkung noch, wenn wir die komplette HTML-Seite immer wieder vom Server neu erzeugen lassen, haben wir mehrere Probleme, die entstehen. Das eine ist Latenz, weil es einfach länger dauert, die kompletten Daten zu übertragen und die Seiten zu generieren. Das zweite ist Last auf dem Server, weil er ja ständig generieren muss. Das dritte ist erhöhtes Datenvolumen bei der Kommunikation übers Netzwerk. Und das vierte ist, was jetzt letztendlich mit der Latenz wieder im Zusammenhang steht, ist, dass wir kein Look and Feel haben, was so einer Desktop-Applikation entspricht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das hatte ich in der Einführung schon angedeutet, wie man so einen Server ansprechen kann. Ja, da gibt es auch so ein paar historische Entwicklungen, sogenannte Web-Services. Das sind so, da kann man RPC-ähnliche APIs sich vorstellen, zum Beispiel SOAP. SOAP ist so eine Entwicklung, die vor einigen Jahren aufgekommen ist, ist viel im Java-Kontext verwendet worden, viel im PHP-Kontext verwendet worden. Da hat man einen singulären Endpunkt, das heißt, wir sprechen genau ein serverseitiges Skript oder ein Programm auf dem Server an und liefern dann im Request mit, was wir eigentlich von dem wollen. Das ist nicht so besonders schön, weil sich die Struktur solcher APIs schlecht von außen erkennen lässt. Also insbesondere, wenn wir eine API bauen, die allgemein verfügbar sein soll, ist es eben so, dass man dann immer die Referenzen lesen muss, um herauszufinden, mit welchen Syntax-Elementen dann welche Operationen ausgeführt werden und wie die zugehörige Datenstruktur jeweils aussieht. Dann gibt es eine Entwicklung, die insbesondere im Umfeld PHP und ASP.NET sehr verbreitet ist, dass man so APIs custom-made baut, dass man im Prinzip für jede Operation, die man auf Daten ausführt, einen eigenen Endpunkt entwickelt. Also hier, ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Get Product, Search Product, Create New Product, Update Product, Find Product. Und man baut dann jeweils ein PHP-Skript, was diese Operation ausführt. Das ist wie so eine Art Remote Procedure Call, also ein entfernter Prozeduraufruf. Ja, wir rufen eine Funktion auf, liefern die Daten mit und der Server ist dann wieder dafür verantwortlich, dass dann da wieder eine HTML-Seite zusammengebaut wird. Das gibt so einen gewissen Wildwuchs, das führt schnell dazu, dass man schlecht wartbare Software entwickelt.
Und es steckt eine ganze Menge Boilerplate-Code in derartigen APIs drin, weil man eben sehr viel Redundanz hat und sich oft wiederholt. Das ist auch nicht so besonders schön, aber die Entwicklung schreitet halt voran und so hat sich das mal ursprünglich eben ergeben am Anfang. Sehr häufig wird die HTTP-Methode POST verwendet, um Daten abzurufen. Das ist aus verschiedenen Gründen, die wir gleich noch sehen werden, nicht besonders schön, insbesondere deswegen, weil POST eine sogenannte unsichere Operation ist. Was das bedeutet, werden wir gleich noch sehen. Also wenn wir beispielsweise ein Suchformular absenden aus dem Browser heraus, dann haben wir ja in diesem Form können wir eine Action angeben, was der Endpunkt unserer Formularübermittlung sein soll. Und dazu geben wir eine Methode an, ob zum Beispiel das mit GET oder mit POST übermittelt wird. Wenn wir es mit GET übermitteln, sehen wir in der Adresszeile des Browsers die einzelnen Attribute oder Werte, die wir in das Formular eingegeben haben. Das ist in manchen Situationen nicht besonders schön. Wenn wir es mit POST übermitteln, haben wir gerade bei einem Suchformular einen Bruch mit der HTTP-Logik. Da komme ich gleich noch drauf, weil POST eigentlich zum Erzeugen und zum Neuanlegen von Informationen gedacht ist und nicht zum Abrufen. Und da gibt es so ein gewisses Verschmieren verschiedener Designkonzepte, die eben mittelfristig auch zu einer verschlechterten Wartbarkeit des Systems führen können. Und in all diesem oder in diesem ganzen Spannungsfeld ist vor einigen Jahren eine richtungsweisende Dissertation von Roy Fielding aufgetaucht. Architectural Styles and a Design of Network-Based Software Architectures. Und in dieser Dissertation ist der Grundstein für sogenannte REST-Interfaces gelegt worden. REST heißt Representational State Transfer. Und die Frage, die man damit beantwortet wird, ist, wie schreibt man Software, die in einem Netzwerk funktioniert? Also wie sollte man das machen? Er geht in seiner Dissertation überhaupt gar nicht auf HTTP oder Programmierdetails ein, sondern ist sehr stark konzeptionell angelegt und liefert eben Hinweise darauf, wie solche Interfaces aufgebaut sein sollten, wie Status sich verändern sollten, wie Objekte behandelt werden sollten, solche Fragen. Und im Rahmen dieser Arbeit werden auch verschiedene Anforderungen an REST definiert, also an eine Software, die sich REST-fähig nennen soll. Die sind sechs Anforderungen, eine davon ist optional und auf die werde ich jetzt im Detail mal eingehen. Also das eine ist, es handelt sich um eine Client-Server-Anwendung. Die zweite Anforderung ist, das Ganze ist zustandslos. Zustandslos bedeutet nicht, dass der Client keinen Zustand hat und der Server keinen Zustand hat, sondern das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Client und Server zustandslos ist. Das heißt, der Server weiß nichts über den Zustand des Clients und der Client weiß nichts über den Zustand des Servers. Also insbesondere unterstützen REST-Interfaces nicht solche Muster wie: Der Client XYZ schickt jetzt den zweiten Request, deswegen reagiere ich als Server in einer bestimmten Weise auf diese Anfrage, weil vor ein paar Minuten der Request 1 mit Inhalten ABC geschickt wurde. Also es wird zwischen den verschiedenen Anfragen des Clients serverseitig keine Statusinformationen verwaltet. Das macht die Implementierung solcher Software viel, viel einfacher und vermeidet sehr effizient solche Fragestellungen wie Seiteneffekte, die eben auftauchen können, weil beim Entwickeln vielleicht vergessen wird, dass noch Daten in einem lokalen Speicher liegen, die von einem vorherigen Request stammen oder dass Daten von einem vorherigen Request noch
vorgehalten werden müssen, um einen gegebenenfalls eintreffenden weiteren Request verarbeiten zu können. Lauter solche Sachen. Also es gibt im Prinzip keine Sessions. Ein bisschen aufgeweicht wird dieses Paradigma mitunter, wenn es um Authentifizierung geht, weil es Situationen gibt, in denen man ein Authentifizierungstoken sinnvollerweise über mehrere Requests hinweg verwenden will. Sie haben vielleicht schon mal von Cookies gehört. Dafür kann man Cookies verwenden. Also wenn ein Client sich einmal authentifiziert hat bei dem Server, liefert der Server dem Client ein Token zurück, was eindeutig ist, und nimmt, sobald dieses Token mitgeliefert wird bei einer Anfrage, das dann als gültige Authentifizierung. Aber das ist so der einzige Punkt, wo man jetzt von dieser Zustandslosigkeit ein bisschen weggeht. Und im Prinzip hat das eigentlich nur damit zu tun, dass Browser bestimmte Mängel haben, die es eben nicht sauber unterstützen, so ein Authentifizierungstoken lokal zu erzeugen und beizubehalten oder die Authentifizierungsdaten immer wieder neu mitzusenden. Das kann man machen, aber das müsste man halt eben aktiv immer programmieren. Das kann man bei dem Browser nicht einfach so praktisch einstellen. Die nächste Anforderung wäre, dass die Requests gecached werden können, insbesondere die Antworten auf die Requests. Also wenn eine bestimmte Ressource mit GET abgefragt wird, wird der zweite Abruf derselben Ressource möglicherweise aus dem Cache geliefert. Das beschleunigt das Arbeiten des Servers unter Umständen. In dem Zusammenhang steht auch, dass REST ein Schichtenmodell aus verschiedenen Netzwerkkomponenten unterstützen sollte. Also man kann sich ja zwischen zwei Endpunkten der Kommunikation beliebige Netzwerkkomponenten wie Proxys, Caches, Gateways, Router und sonstiges vorstellen. Und ein REST-Interface sollte unabhängig davon sein, welche Punkte zwischen zwei Endpunkten liegen. Und, das ist so ein Schichtenmodell. Dann gibt es eine optionale Anforderung, nämlich die, dass ein REST-Interface Code on Demand liefern kann. Das heißt, das Interface liefert gegebenenfalls den Code, der der Anzeige und Bearbeitung der Informationen dient, gleich mit. Das ist eine optionale Anforderung. Und wir werden das aber gleich noch sehen. Das ist eigentlich was, was im Kern sehr vieler Web-Applikationen ist, die auf dem REST-Schema aufbauen, weil die nämlich aus zwei Teilen bestehen. Einmal aus dem REST-Interface selbst, also aus der Schnittstelle zur Verarbeitung der Objekte, mit denen wir zu tun haben, und als zweites aus der Präsentationsschicht, also der Web-Applikation, die diese Daten dann verwaltet oder anzeigt und das REST-Interface ansprechen kann über die Funktion, die man darin definiert. Und es sollte eine einheitliche Schnittstelle geben, so ein sogenanntes Uniform Interface. Das erkläre ich auch gleich noch. Ja, Stateless Server und Caching hatte ich schon gesagt. Ja, jeder Request muss alle Informationen enthalten, die zu der Bearbeitung erforderlich sind. Das heißt, es wird nicht darauf verwiesen, was in dem früheren Request vielleicht schon mal übermittelt wurde. Macht die ganze Welt viel einfacher. Das Ganze skaliert natürlich auch viel besser. Wenn man mehrere aufeinander aufbauende Requests in einem Interface hat, dann muss ein Load Balancer beispielsweise auch dafür sorgen, dass die nachfolgenden Requests derselben Sequenz auch auf denselben Server weitergeleitet werden. Und wenn dort gerade richtig Druck auf dem Kessel ist, dann hat der Load Balancer keine Handhabe, diese Requests woanders hin zu verteilen, einfach weil sie darauf beruhen, dass vorher bereits bestimmte Requests einen Status in dem jeweiligen Server verändert haben. Ja, also dieses Problem gibt es dann eben auch nicht mehr, wenn alle Requests voneinander unabhängig sind.
Das Ganze sorgt natürlich auch für mehr Netzwerktraffic. Ja? Also wenn wir immer wieder Daten vom Server abrufen, an den Server übertragen, haben wir tendenziell mal ein bisschen mehr Netzwerktraffic. Wenn wir cachen, bedeutet das, dass wir, wenn wir clientseitig cachen, bedeutet das, dass wir weniger Requests übers Netzwerk schicken, wenn wir die Daten clientseitig verwalten. Das interessiert den Server auch nicht weiter, ob wir lokal eine Kopie der serverseitigen Daten halten. Gegebenenfalls kann ein Server so implementiert werden, dass Update-Funktionen, also wenn wir Änderungen an Objekten vornehmen wollen, dass es dafür möglicherweise eine Konflikterkennung gibt. Ja, also das würde jetzt aber auch wieder darauf beruhen, dass der Client einen Zeitstempel mitliefern muss an den Server, ab wann es keine Veränderung der Daten gegeben haben darf. Ansonsten kann der Server auch wieder nicht feststellen, ob ein konkurrierender schreibender Zugriff auf bestimmte Daten stattgefunden hat. Also mal kurz überlegen, ob das stimmt. Ja, der Client muss mitliefern, wenn er eine schreibende Operation auf Daten vornimmt, welche Daten er als die, also welche Version der Daten er als die Grundlage seiner eigenen Änderung annimmt. Ansonsten kann es der Server nicht auseinanderhalten. Ja, ansonsten müsste der Server wieder Statusinformationen verwalten. Serverseitig bedeutet Caching, wir benötigen weniger Ressourcen, weil wir nicht jedes Mal die Datenbank befragen müssen nach Informationen, sondern die Daten direkt aus dem Cache liefern können. Und das beschleunigt natürlich auch die Antwort des Servers. Code on Demand. Gelegentlich werden solche Interfaces so implementiert, dass der Server auch die Logik mit ausliefert. Das ist auch das, was wir jetzt in den nächsten Wochen hier noch tun wollen. Typischerweise stellt der Client nämlich nur die Ausführungsumgebung bereit für diese Logik und der Server liefert die Ausführungslogik mit. Im Client steckt jetzt beispielsweise im Browser eine JavaScript-Runtime drin und eine Rendering-Engine. Also der Code, den der Server ausliefert, wird in der JavaScript-Runtime ausgeführt und die HTML-Strukturen, die ausgeliefert werden, die werden eben von der Rendering-Engine des Browsers dann in Grafik übersetzt, in der die Informationen dann eingeblendet werden. Der Vorteil dabei ist, dass wir ein vereinfachtes Deployment haben. Wir müssen nämlich eigentlich unsere Oberfläche und den zugehörigen Code immer nur auf den Server ausspielen und idealerweise wird beim nächsten Abruf der Applikation die aktuelle Version an den Client ausgeliefert. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir veraltete Clients haben, die mit nicht mehr unterstützten Requests versuchen, an die API ranzugehen, also an das Interface ranzugehen. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben, das Deployment wird sehr einfach. Wir müssen es einfach nur auf den Server ausliefern und gegebenenfalls dokumentieren, in welcher Version wir jetzt gerade unseren Server betreiben. Das ist aber nicht Pflicht für ein REST-Interface, das ist eine optionale Anforderung. Das bedeutet natürlich auch, dass der Server gegebenenfalls mehrere verschiedene Codebasen ausliefern kann für verschiedene Clients. Also REST ist nicht darauf beschränkt, dass es mit HTML-Clients arbeitet, sondern wir können genauso gut eine Android-App bauen, die von Java aus dem REST-Interface anspricht. Wir können eine Windows-App oder ein Windows-Programm bauen mit C# oder C++ oder etwas in der Art und so ein REST-Interface ansprechen. Ja? Solchen Code würde so ein REST-Interface
möglicherweise eher nicht mit ausliefern, aber selbst das ist denkbar, dass man da eine Excel-Datei oder eine APK-Datei oder etwas in der Art mit ausliefert als Anzeigeschicht. Und dann noch dieses einheitliche Interface. Was bedeutet das eigentlich? Also Objekte in diesem Kontext bezeichnet man üblicherweise als Ressourcen. Und eine Ressource wird durch ein URL eindeutig identifiziert. Ich werde Ihnen gleich noch Beispiele zeigen, wo wir das nochmal genau sehen. Dann werden die Operationen, die auf diesen Ressourcen durchgeführt werden können, Sie erinnern sich, CRUD, Create, Read, Update und Delete, die werden durch HTTP-Methoden festgelegt. Wir haben also nicht solche Endpoints, wie wir das jetzt hier haben, Create New Product, Update Product, Find Product, Get Product, sowas in der Art, sondern wir haben in der HTTP-Methode kodiert, welche Operationen wir eigentlich ausführen wollen. Es gibt ja nur vier wesentliche und geben im URL an, auf welchem Objekt das stattfinden soll. Dadurch haben wir eine weltweit eindeutige Identifizierung der Aktionen, die wir ausführen wollen. Und die Menge der HTTP-Methoden stellt dann eben alle auf einer Ressource ausführbaren Operationen dar. Wir hatten jetzt gesehen, dass es gar nicht so viele Operationen gibt, die wir üblicherweise auf einem Objekt überhaupt ausführen wollen. Und deswegen reichen auch die HTTP-Methoden dafür aus. Diese Operationen sind dann eben implizit in dem Request drin und nicht Bestandteil des URL. Und dann kommen wir nochmal auf die Repräsentation zurück. Üblicherweise werden die Daten mit Hypermedia repräsentiert, also mit HTML oder etwas dergleichen. Webseiten sind jetzt aber keine Ressourcen, sondern dienen nur der Repräsentation von Ressourcen. Und das führt wieder dazu, dass wir verschiedene Repräsentationsmöglichkeiten für eine und dieselbe Ressource haben. Also die Ressourcen sind eindeutig, aber die Repräsentation der Ressourcen, die kann sich an die jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten des Endgeräts beispielsweise anpassen. Und eine weitere Anforderung ist, dass innerhalb des Service oder der API mit Links navigiert wird. Das heißt, dass das Anlegen eines Objektes oder einer Ressource dazu führt, dass wir dann als Antwort vom Server zurückkriegen, den Link, unter dem wir diese Ressource jetzt abrufen können. Es gibt verschiedene Reifegrade von REST-Interfaces und dieses Navigieren mit Links im Service wäre Maturity Level 3, also Reifegrad 3, das ist der höchste Reifegrad, den so ein REST-Interface erreichen kann. Das werden wir jetzt in den Beispielen, die wir in den Übungen hier machen, nicht implementieren. Das hat aus meiner Sicht teilweise so ein bisschen auch akademische Züge, ein Interface auf diese Weise aufzubauen. Insbesondere ist diese Fähigkeit für Interfaces wichtig, die komplett öffentlich zugänglich sein sollen. Dass das Interface also über die Operationen, die auf ihm möglich sind, seine eigene interne Struktur offenlegt und die Navigationsmöglichkeiten im Interface offenlegt. Das ist jetzt was, was wir im Kontext unseres Blogs beispielsweise, wo wir diese Artikel verwalten wollen, erstmal nicht tun werden. In der weiterführenden Literatur auf dem Server finden Sie Hinweise darauf, wie man solche REST-Interfaces dann nach dieser reinen Lehre des Reifelevels 3 auch implementieren kann. Da ist verwiesen wird da auf ein Web-API Cookbook von O'Reilly Media. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Also dort sind die wesentlichen Entwurfsentscheidungen für solche REST-Interfaces in Form von sogenannten Rezepten jeweils einmal erläutert mit den fachlichen Anforderungen, die man daran stellt, oder den technischen Anforderungen, die daran gestellt werden, und
den typischen Implementierungsmustern? Finden Sie im Skript den Verweis auf das Buch? Das steht auch hier in der Bibliothek. So, jetzt hatte ich schon so viel gesagt von HTTP, Verben und Methoden. Wir hatten auch in der ersten Veranstaltung schon mal darüber gesprochen, kurz. Auf die möchte ich jetzt einmal eingehen. Also im Wesentlichen beschäftigen wir uns im Kontext REST Interface mit 5 Methoden, nämlich mit GET, mit HEAD, mit PUT, DELETE und POST. Die haben unterschiedliche Grade von Sicherheit und darauf möchte ich jetzt einmal kurz eingehen. GET und HEAD sind erstmal Methoden, die man als sicher bezeichnet. Sicher bedeutet, sie verändern die Datenbasis nicht. Also sie verändern nicht den Zustand einer Ressource und können deshalb ohne Einschränkung gecached werden, bis es zu einer Veränderung der zugrunde liegenden Ressourcen gekommen ist. Dann muss natürlich neu aus der Datenbasis gelesen werden. GET liefert immer eine Repräsentation einer Ressource samt der zugehörigen Metadaten zurück. Und HEAD liefert nur die Metadaten zurück und nicht den eigentlichen Inhalt der Ressource. Schauen wir uns mal ein Beispiel an, wie solche Repräsentationen aussehen könnten. Also wir haben hier eine Anfrage an ein Blocksystem beispielsweise, führen hier aus Articles 42 und jetzt sehen wir auch das erste Mal, wie so ein URL beschaffen ist. Jede Ressource ist ja mal grundsätzlich dem Typ zugehörig. Also die Artikel in so einem Blocksystem, die wir da verarbeiten, sind vom Typ Artikel. Jetzt könnte man sich weitere Ressourcen überlegen. Also man könnte sich jetzt Systeme überlegen, die über viel mehr verschiedenartige Ressourcen verfügen. Nehmen wir sowas an wie das Informationssystem der Hochschule, was Sie verwenden. Ja, da gibt es Ressourcen vom Typ Student, da gibt es Ressourcen vom Typ Prüfung, Ressourcen vom Typ Lehrveranstaltung und so weiter. Und die werden alle über URLs angesprochen, die in etwa dieser Syntax hier folgen. Also wir schreiben ein Schlüsselwort für den Typ der Ressource, die wir ansprechen wollen, und dahinter die ID. Und wie der Server jetzt aus der ID und der Ressource das tatsächliche Objekt ermittelt, das ist für uns erstmal egal. Ja, um so ein REST-Interface zu verwenden, genügt es, wenn wir wissen, einen Blogartikel sprechen wir genau auf diese Art an. Und so ist das über REST-Interfaces hinweg eben überall gleich. Es kommen die Ressourcen, gegebenenfalls gibt es weitere Unterressourcen, das sehen wir dann gleich noch im Beispiel, und irgendwann kommt mal eine ID, und wenn keine ID kommt, bedeutet das, wir wollen alle Ressourcen dieses Typs haben. So, dann kommt hier eine Antwort, der Server teilt den Content-Typ mit, nämlich Application JSON und welches Character-Set er verwendet, dann teilt er noch mit, welche Operationen überhaupt möglich sind, nämlich GET, POST, PUT und DELETE, und liefert dann im Response Body das eigentliche Objekt zurück, was jetzt zum Beispiel so aussehen kann und hier dieser JSON-Syntax folgen muss, weil wir sagen, wir liefern Application JSON. Genau dasselbe Objekt können wir über ein REST-Interface natürlich auch abrufen als XML. Und das können wir steuern, gegebenenfalls. Also wenn unsere API das unterstützt, dass die jeweilige Ressource in verschiedenen Geschmacksrichtungen ausgeliefert wird, dann können wir beispielsweise über Accept bei unserer Anfrage steuern, welchen Typ wir eigentlich haben wollen. Also wenn wir JSON haben wollen, sagen wir Application JSON. Wenn wir XML haben wollen, sagen wir Application XML. Und dementsprechend wird der Server dann antworten, wenn er das kann. Das finden wir in der jeweiligen API-Beschreibung. Es gibt auch APIs, die den Typ, den wir abrufen, dann jeweils im Query-String übermittelt haben wollen. Ja, das ist auch möglich. Aber der saubere Weg wäre, das so zu machen. Und hier sehen wir dasselbe Objekt, jetzt eben in einer XML-Repräsentation. Für den Client ist es natürlich extrem komfortabel. Der Client muss nur wissen,
unter welchem URL das jeweilige Objekt angesprochen werden kann und wie der gewünschte Rückgabetyp definiert wird. Mehr ist das nicht. Ja? Und nach außen ist das vollkommen transparent, wie dieses Interface intern implementiert ist. Zwei weitere wichtige Methoden sind Put und Delete. Put dient dazu, eine Ressource zu ändern. Es gibt auch Ansätze oder Konzepte, die sagen, Put dient auch zum Erstellen von Ressourcen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil das Erstellen von Ressourcen keine sichere und keine idempotente Operation ist. Was bedeutet das? Also erstmal von der Idee her sind Get, Head, Put und Delete idempotent. Das heißt, wenn wir sie wieder ausführen hintereinander, dann gibt es keine Nebeneffekte. Also wenn wir ein bestimmtes Objekt verändern wollen und wir liefern das geänderte Objekt, dann überschreiben wir, wenn wir dieselbe Operation zweimal hintereinander machen, im Zweifelsfall nur das soeben geänderte Objekt mit denselben Daten wieder, was okay ist. Ja, das ist völlig in Ordnung. Oder wenn wir jetzt diesen Artikel 42, den wir gerade auf der vorigen Seite gesehen haben, wenn wir den löschen mit Delete und wir versuchen danach nochmal ihn zu löschen, dann wird eben einfach nichts gelöscht. Aber es passiert ansonsten nichts Schlimmes. Ja, das bedeutet, dass es gibt keine Nebeneffekte. Während das Anlegen von Objekten immer dafür sorgt, dass tatsächlich ein neues Objekt entsteht und gegebenenfalls eine eindeutige ID vom Server vergeben bekommt. Und das ist eben keine idempotente Operation. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch ein konzeptioneller Fehler, Put zu verwenden, um Objekte und Ressourcen zu erstellen. Und da sind wir nämlich bei Post. Post ist also weder sicher sind Get und Head, noch idempotent. Also wenn wir mit Post Daten übermitteln, dann wollen wir eine Ressource erzeugen. Und das Erzeugen einer Ressource führt dazu, dass immer die Datenbank verändert wird. Post fügt erstmal prinzipiell eine Unterressource an eine Ressource an. Das heißt, an die Ressource alle Artikel würden wir mit Post in unserem Blogsystem einen weiteren Artikel anfügen. Und ich hatte das eingangs schon erwähnt, Post wird eben oft falsch verwendet. Mit Post werden beispielsweise häufig Suchformulardaten übertragen. Das Problem dabei ist, dass generell Post-Requests nicht gecached werden, weil sie eben per Definition nicht sicher und nicht idempotent sind. Und deswegen werden sie üblicherweise nicht gecached und wir können sie üblicherweise auch nicht adressieren, weil wir ja im Request-Body die Daten übertragen. Wir wollen aber gerade das Suchergebnis einer bestimmten Anfrage adressierbar machen. Wir wollen ja beispielsweise, wenn wir eine bestimmte Menge von Objekten mit Hilfe einer spezifischen Suchanfrage finden, den Link zu dieser Suchanfrage verbreiten können, um die Menge der Objekte eindeutig zu beschreiben, die damit gemeint ist. Und das geht eben mit dem Post-Request nicht, sondern das geht nur mit dem Get-Request. HTTP oder verpflichtend sind immer die Methoden Get und Head. Wir werden dann sehen in dem Framework Express, was dieser Aufsatz ist für Node.js, ist es so, wenn wir eine Get-Methode implementieren, bekommen wir automatisch die Head-Methode immer mit. Also wenn wir an ein mit Express implementiertes REST-Interface eine Get-Anfrage stellen können und die entsprechende Ressource zurückbekommen, können wir auch immer eine Head-Anfrage stellen und bekommen die Metadaten dazu, ohne dass wir diesen Request explizit implementiert hätten. Alle anderen Methoden sind optional, müssen aber eben dieser beschriebenen Semantik entsprechen, wenn sie implementiert werden. Und mit Options kann ermittelt werden, welche Methoden auf eine Ressource anwendbar sind. Das bedeutet aber auch, dass wir dieses Options
sinnvollerweise auch immer implementieren sollten, wenn wir in Produktivumgebung sind. Die Antworten, die der Server sendet, die sollten üblicherweise selbsterklärend sein. Die sollten Standard-HTTP-Header verwenden, sollten immer den Content-Type angeben und sollten immer mitteilen, welche Methoden erlaubt sind. Also dieses Allow, Get, Head, Post. Außerdem wird ja immer zwingend in der ersten Zeile ein Statuscode mitgeliefert. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Typische Statuscodes sind 200 für OK, 201 für Created, 204 für Not Modified. Das wäre jetzt zum Beispiel bei Put was, wenn der Server überprüft vom Put, ob das vielleicht genau mit denselben Daten das Objekt schon in der Datenhaltung steht. 404 Not Found, das kennen Sie alle, wenn eine bestimmte Ressource nicht verfügbar ist. Das lässt sich genauso natürlich auf eine Objektlogik übertragen. Wenn wir versuchen, einen Artikel aus dem Blog mit einer bestimmten ID abzufragen und diesen Artikel gibt es nicht, dann liefern wir halt einen 404 zurück. Method Not Allowed, das wäre was, wenn wir versuchen, vielleicht ein Objekt zu löschen, was gar nicht gelöscht werden darf. Was also für die Funktion der API von Bedeutung ist, das wäre sowas. Oder 507, das wären aus der Reihe der Serverfehler sowas wie unzureichender Speicher. Ja? Also die Gruppen sind 200 ist Erfolg, 300 ist, dass die Ressource umgezogen oder nicht mehr verfügbar oder woanders verfügbar ist. 400 sind Client-Fehler, also der Client hat irgendwas an den Server geschickt, womit er nichts anfangen kann. 500 sind Server-Fehler. Das haben Sie bestimmt auch schon mal alle gesehen. 500 Internal Server Error, so diese Fehlermeldung von Apache. So, und jetzt kommen wir zu der Verbindung von CRUD und HTTP und REST. Also offenbar eignen sich eben diese HTTP-Methoden dazu, diese vier CRUD-Operationen abzubilden. Nämlich Create bilden wir über Post ab, Read bilden wir über Get ab, Update über Put und Delete eben über Delete. Und damit sind wir mit HTTP, mit reinen HTTP-Anfragen in der Lage, CRUD-Paradigma zu folgen und damit eben Interfaces zu bauen, die auch diesen Restanforderungen entsprechen. Wenn man jetzt so ein HTTP-basiertes REST-Interface entwirft, dann muss man sich eine ganze Reihe Fragen stellen. Da gehe ich jetzt hier mal so ein bisschen schnell drüber. In der weiterführenden Literatur finden Sie da wirklich ausführliche Beschreibungen und Überlegungen dazu, wie man damit umgeht. Also das allererste ist, was bei jedem Informationssystem eigentlich der Fall ist, mit welchen Objekten haben wir eigentlich zu tun? Also das ist sicherlich eine typische Frage, die man sich bei der Entwicklung des Informationssystems sowieso immer stellt. Wie sind diese Objekte organisiert? Also welche Enthaltens- oder Verweisbeziehungen zwischen diesen Objekten gibt es? Nehmen wir mal als Beispiel so einen Webshop mit Produkten und Produktfotos. Dann wäre die Ressource, alle Produkte unter diesem URL zu erreichen. Das Produkt mit der Nummer 23 wäre unter diesem URL zu erreichen. Alle Fotos, die am Produkt 23 dranhängen, wären mit diesem URL zu erreichen und Foto Nummer 7 für Produkt 23 dann halt mit diesem URL. Das heißt, wir haben die Hierarchie, die in unseren Objekten steckt, genauso auch in den URLs abgebildet. Vorne steht das Allgemeine, hinten das Spezielle. Ja, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine Objekthierarchie hat, vielleicht auch von Enthaltensbeziehungen in Attributen, dann finden wir die in den URLs eben genau so auf diese Weise auch wieder. Und diese Überlegung, die muss man halt am Anfang einmal anstellen und sollte dann bei der Entwicklung so eines Interfaces eben auch genau diesen Überlegungen folgen.
Einen typischen Suchquery oder eine typische Suchanfrage sehen wir hier. Ja. Wir wollen in den Produkten alles suchen, was Marke IBM hat und wollen das Ergebnis aufsteigend sortiert zurückbekommen. Das ist jetzt ein Feature, was jetzt nicht mit der reinen, mit dem reinen Abrufen von Ressourcen zu tun hat, sondern das ist vielleicht eine zusätzliche SERP-Funktionalität, die eben angeboten wird. Das Sortieren könnte genauso gut der Client übernehmen. Ja, das ist dann so eine Designfrage, auch eine Frage bezüglich nicht funktionaler Anforderungen. Wo soll die eigentliche Rechenleistung für beispielsweise das Sortieren abgerufen werden? Wollen wir, dass das der Client das tut? Wollen wir, dass der Server das tut? Das hängt von den jeweiligen Gegebenheiten der Anwendung ab, die man bauen will. Wie wir mit Get Ressourcen abrufen, hatte ich ja schon mal demonstriert. Wir sehen hier Abruf aller Ressourcen. Hier wird der Host mitgeliefert, was wir akzeptieren und kriegen dann zurück eben Status Code 200 und bekommen dann typischerweise ein Array. Also wenn wir JSON abrufen, bekommen wir standardmäßig von einem REST-Interface ein Array zurück, in dem alle Objekte, die unsere Anfrage entsprechend dann enthalten sind. Typische Statuscodes für GET sind 200 und 404. Insbesondere wenn wir statt Products also statt aller Produkte oder aller Ressourcen dieses Typs nur eine Ressource abfragen wollen. Wenn es gar keine von dem Typ gibt, also was würden wir antworten Ihrer Meinung nach, wenn wir zwar die Ressource Products kennen, es aber in der Datenbank keine von dem Typ gibt, was schicken wir dann zurück als Antwort? 404 oder was anderes? Ja? Eine Bad Request, das kann der Client kann es ja nicht wissen. Also ein Bad Request ist es ja nicht. Also grundsätzlich sagt unser Interface, du darfst Get Products machen. Jetzt haben wir aber keine in der Datenbank. Schicken wir einen 404 zurück oder was anderes? Also Bad Request bestimmt nicht. Sie wollten? Das Produkt mit der ID. Also wenn wir wenn wir jetzt da schreiben würden, products/23 oder so. Aber was ist, wenn, ja? Ich würde sagen, einfach okay zurückschicken, weil sonst wüsste ja der Client, dass das Produkt nicht enthalten ist in der Datenbank. Ist ja okay, soll er ja wissen. Ach so, okay. Also wenn wir jetzt ein Jobsystem bauen, wäre es ja schlau, wenn wir dem User mitteilen, dass wir gar keine Artikel in unserem Shop haben und dass er einfach wieder gehen kann. Ja? Können wir ein leeres Array zurückschicken? Genau. Wir würden ein leeres Array zurückschicken. Das wäre die korrekte Antwort darauf. Ja, wir haben, also es ist ja kein Fehler des Clients, dass er die Produkte abfragen will. Wenn ein Produkt mit einer nicht vorhandenen ID abfragen will, das wäre ein Fehler des Clients, weil er ja eigentlich nur Produkte abfragen können soll, von deren Existenz wir ihm vorher mitgeteilt haben. Also das Typische wäre ja, wir sagen jetzt, liefere mir mal alle Produkte aus der Kategorie kurze Hosen. Und dann wird ja üblicherweise dann so eine Liste angezeigt und diese Liste ist verlinkt mit Anfragen, wo dann steht product/ und dann die ID jeweils dahinter. Und wenn dann jemand und die IDs, die hinter diesen URLs stehen, die haben wir ja mitgeliefert in der ersten Anfrage. Die hat der Client ja. Und wenn der Client jetzt aber auf die Idee kommt, eine andere ID abzufragen, als eine von denen, die wir schon mal geliefert hatten, also eine ausgedachte, dann ist es sein Fehler. Wenn er aber sagt, schick mir mal alle Produkte, beispielsweise aus der Kategorie kurze Hosen, und es gibt keine, dann ist die korrekte Antwort ein leeres Array. Und dann wüsste der Client, okay, hier gibt es nicht, und dann kann er eine entsprechende Meldung auf
das User Interface gehen. Bei Post gibt es zwei Ansätze, wie man das machen kann. Man kann sagen, put after post oder nur post. Also die Idee von post ist, wir legen eine neue Ressource an. Was wir jetzt hier sehen, ist nur post. Das andere erkläre ich auch gleich noch. Also wir liefern an unseren Shop ein Objekt, in dem der Name des Produkts drinsteht und der Preis. Und zurück bekommen wir vielleicht ein Objekt mit der ID, die der Server unserem Produkt gegeben hat. Oder aber der Server liefert das komplette Objekt zurück, jetzt versehen mit der ID, die er neu hinzugefügt hat. Kann er auch. Hier brauchen wir nur einen Request. Ein typischer Statuscode wäre jetzt 201 created. Einen anderen sinnvollen Code kann man sich nur schwer vorstellen, es sei denn, es ist ein Serverfehler aufgetreten. Aber der Client kann eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Was jetzt noch sein könnte, wäre, dass die Struktur dieses Objekts nicht mit dem übereinstimmt, was der Server für derartige Ressourcen erwartet. Dann würde er zum Beispiel Bad Request zurückschicken. Und die zweite Variante von Objekt anlegen ist Put After Post. Dann würden wir nur Post an Products machen, ohne ein Objekt mitzuliefern, würden die ID zurückkriegen und würden dann danach mit Put und dieser ID dieses Objekt einen Server übermitteln. Diesen Ansatz gibt es auch. Ich halte davon nichts, weil wir zusätzlichen Netzwerktraffic haben und weil der Server dann für den Zeitraum zwischen dem Post-Request und dem Put ein leeres Objekt in der Datenbank stehen hat, was nur eine ID enthält. Das könnte man sicherlich irgendwie abfangen, indem man das Produkt noch nicht in die endgültige Tabelle einträgt, sondern nur diese ID sozusagen reserviert und in einem speziellen Datenspeicher für reservierte IDs ablegt. Aber man kriegt da eine Komplexität rein an der Stelle, die man gar nicht unbedingt haben will, und mit rein Post geht es eben auch. Also Post, also Anlegen von Objekten, ist nun mal einfach eine unsichere Operation. Dagegen kann man nur wenig tun. Put, Ressourcen ändern, da würden wir jetzt einfach das komplette Objekt hinschicken mit beispielsweise einem geänderten Preis und der Server schickt uns dieses Objekt wieder zurück. Auch hier könnte es wieder zum Statuscode 404 kommen, nämlich dann, wenn wir versuchen, ein Objekt zu editieren, was der Server gar nicht kennt. Okay, und Delete, naja, das ist jetzt, denke ich, sofort vorstellbar. Wir liefern eine ID mit. Und entweder gibt es das Objekt, dann kriegen wir 200 und irgendeine Textmeldung, beispielsweise Product Deleted, oder ein 404, das Produkt gibt es nicht. Man kann sich jetzt auch überlegen, zu implementieren, wenn hier keine ID angegeben ist, dann löschen wir alle Ressourcen dieses Typs. Ist eine Designentscheidung, die man treffen muss, ob man das will oder ob man es nicht will. Ja, das steht ja jedem frei. Also das REST-Interface an sich kann das nach außen anbieten. Wenn wir jetzt mithilfe von GET Daten filtern wollen, dann könnte man sich ja zum Beispiel vorstellen, dass man das so macht, dass man sagt myShop.local in der Ressource Products suche alles, was die Marke IBM hat. Warum ist das eine schlechte Idee? Wer hat einen Gedanken dazu? Wir hatten gesagt, diese Logik dieser URLs soll immer vom Generellen zum Speziellen gehen, und wir haben also immer Ressourcen und Unterressourcen unter Ressourcen. So wie man sich ein Objekt mit seinen Attributen und gegebenenfalls in den Attributen enthaltenen weiteren Attributen vorstellt. Warum ist also diese URL keine gute Idee? Ja? Wenn man jetzt noch nach anderen Sachen suchen will, die das Produkt spezifizieren, also zum Beispiel noch die Preise, Also muss man da nochmal Slashes dabei. Genau, wenn man jetzt nach dem, also das ist ein Teil der Antwort, das ist richtig, wenn man jetzt nach weiteren Kriterien suchen wollte, müsste man dort weitere Slashes anfügen und
zum Beispiel slash price und dann so eine price range im nächsten Feld. Das wäre nicht besonders schön. Detailliert erkläre ich das gleich, warum das nicht so schön wäre. Was aber fällt dir noch was ein, wenn man jetzt an diese Idee denkt, Ressourcen und Unterressourcen? Eine Marken, also in diesem speziellen Beispiel ist eine Marke einfach keine Unterressource von Produkten, sondern Marken bestehen unabhängig von Produkten. Ja, Marken können Produkten vielleicht zugeordnet sein, aber sie sind keine Unterressource von Produkten. Und dann kommt eben das noch dazu ins Spiel, was Sie gerade gesagt hatten. Wenn wir neue Filter einführen wollen oder weitere Filter dazukommen, müssen wir immer den Client anpassen. Dann muss der Client nämlich immer diese URLs neu zusammenbauen. Und auf der anderen Seite müssen wir auf dem Server diese Pfade immer explizit implementieren. Also wir müssen für jeden möglichen Pfad, der da kommen kann, eine eigene Implementierung aufbauen. Also wenn da jemand sagt, Brand IBM und Category PC, ist was anderes, als wenn er steht Category PC und Brand IBM. Ja, das lässt sich also gegebenenfalls nur kompliziert auseinanderdröseln. Deswegen baut man einen Filter immer mit einem Query-String. Das heißt, wir setzen hinter die Ressource, die wir eigentlich abfragen wollen oder von der wir Teilressourcen haben wollen, setzen wir dann Fragezeichen und dann Schlüsselwertpaare für das, was wir eigentlich suchen. Das heißt, der Client ist in jedem Fall abwärtskompatibel oder die API ist abwärtskompatibel bezüglich der Clients. Ein alter Client kann immer noch unsere API anfragen. Der kennt dann gegebenenfalls weniger solche Schlüsselwertpaare, also weniger solche Schlüssel, die er abfragen kann. Aber er kann eben seine Abfragen immer noch stellen. Außerdem unterstützt diese Anordnung nach Schlüsselwertpaaren eine beliebige Anordnung. Ja, hier ist es jetzt leicht vorstellbar, dass es einfach ist, Category gleich PC vor Brand ist gleich IBM zu stellen, weil wir den Query-String eben sehr einfach in ein Objekt parsen können und dann überprüfen können, welche Attribute da drin stecken. Ja, das liefert ja Node schon mit, das haben Sie ja in der Übung auch schon erlebt. Also aus der Sicht des Clients bleibt die API stabil, wenn neue Filter hinzukommen. Er kann einfach weiter mit seinen Anfragen arbeiten und wir haben eine beliebige Kombinierbarkeit dieser Filter in den Query-Strings. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie wir das jetzt implementieren können mit Hilfe eines Node.js-Aufsatzes namens Express. Wenn wir uns Node.js angucken, so wie wir es letzte Woche gesehen haben, dann fällt auf, dass die HTTP-Klasse an sich noch relativ umständlich ist. Das heißt, wir müssen beispielsweise die Request-Methode immer mit so einem Switch-Case unterscheiden. Und dafür gibt es eben das Modul Express, was das vereinfacht, indem wir für jede HTTP-Methode eigene Event-Händler registrieren können. Also wir können also unsere Logik aufteilen in verschiedene kleine Funktionen, die jeweils nur einen sehr kleinen fachlichen Fokus haben. Das ist verdeutlicht besser, vereinfacht natürlich deutlich die Wartbarkeit. Und zusätzlich zu der HTTP-Methode können wir auch noch angeben, welche Ressource wir ansprechen wollen. Die Idee von Express ist jetzt nicht unbedingt dann nur ein REST-Interface implementierbar zu machen, sondern da geht es um sogenannte Routen. Und das, was im Express eine Route bzw. ein URL ist im REST-Interface eben das, was einer Ressource entspricht. Das heißt, wir können ganz konkret einen Event-Händler für eine bestimmte Operation, die wir auf einer bestimmten Ressource ausführen wollen, implementieren und haben dann nur sehr kurze Quellcode-Stücke, die dann jeweils diese spezifische Funktion realisieren. Und abhängig davon, welche Methode wir dann bei unserem Request angeben und welche Ressource wir abfragen,
wird dann eben dieser richtige Event-Händler aufgerufen. Die grundlegende Syntax dafür, wie man eine Express-App erzeugt, sehen wir hier. Das finden Sie auch wieder im SVN. Das ist jetzt auch heute schon drin, also Sie können es auch direkt schon abrufen. Das kennen Sie schon. Zusätzlich kommt halt dieses Express hinzu. Also wir binden das Modul Express ein und erzeugen uns dann ein Applikationsobjekt. Und ab da wird es ein bisschen anders, als wir das mit Node bisher hatten. An den Server wird jetzt nicht eine Callback-Funktion übergeben, sondern dieses Applikationsobjekt. Und dann führen wir auf diesem Server einfach Listen aus und haben dann wieder den HTTP-Server am Laufen. Und wie wir jetzt aus den Applikationsobjekten die Event-Händler machen, das sehen wir gleich. Das sehen wir hier. Also das ist jetzt der Teil zur Implementierung oder zur Initialisierung. Und dann geben wir eben mit Hilfe zum Beispiel der Funktion get diesem Applikationsobjekt bekannt, dass die folgende Funktion, die wir hier mitliefern als Callback, aufgerufen werden soll, wenn ein GET-Request auf den URL Hallo kommt. Ja, also wir haben einen Event-Händler, der einmal die HTTP-Methode adressiert und andererseits den URL, den wir ansprechen wollen, adressiert. Und jetzt können Sie sich leicht vorstellen, wenn wir das jetzt auf unser Shop-System übertragen, dann schreiben wir dort rein /products und dann wird das Ding halt aufgerufen. Wir müssen nur noch die Logik implementieren, dass wir dann alle Produkte zurückliefern. Oder wenn wir schreiben /product/ID, müssen wir dann nur noch den Code implementieren, der diese spezielle ID oder das Objekt mit dieser speziellen ID zurückliefert. Das sehen wir gleich, wie das funktioniert. Dieser Methodenaufruf registriert also den Event-Händler für diese Route. Das ist der Event-Händler, diese anonyme Funktion, das kennen Sie ja schon. Das gibt es jetzt noch als Put, als Post und als Delete mal auf jeden Fall. Und wir können für dieselbe Methode verschiedene Routen angeben, also verschiedene Ressourcen ansprechen. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Wildcard zu setzen mit dem Stern. Wildcard bedeutet, alle Requests, die nicht auf eine der vorher stehenden Routen passen, werden von dieser Funktion verarbeitet. Hier ist es jetzt wichtig, in welcher Reihenfolge die stehen. Nämlich sobald eine Route passt, wird der entsprechende Event-Händler ausgeführt. Das ist so ähnlich wie bei den Catch-Blöcken in Java beim Exception-Handling. Ja? Also wenn wir eine sehr spezielle Route am Anfang haben oder die Wildcard-Route am Anfang haben, dann wird die alles abfangen und die dahinterliegenden Event-Händler werden einfach niemals erreicht. Deswegen ist das von Bedeutung, in welcher Reihenfolge die stehen. Muss man immer mal dran denken. Oder wenn es seltsame Seiteneffekte gibt, wissen Sie, wonach Sie suchen können. Ich hatte ja gesagt, beim REST-Interface ist eine optionale Anforderung, dass wir den Code on Demand mit ausliefern. Typischerweise in unseren Anforderungen ist es, in unseren Anwendungen ist es so eine Web-App, die auf HTML und JavaScript basiert. Und das lässt sich mit Express sehr einfach umsetzen, indem wir nämlich einen bestimmten Pfad im Filesystem als ein Document Root definieren, so wie Sie das aus dem Apache Server kennen. Und alles, was in diesem Serverpfad liegt, wird ab dann statisch an den Browser ausgeliefert. Also wird nicht noch von dem Server verarbeitet, sondern da könnte zum Beispiel ein Index.html drin liegen oder eine jQuery 3.2.js, irgend sowas in der Art. Und das wird dann direkt an den Browser als Datei geliefert und der Browser verarbeitet das dann. Ja, das macht man auf diese Weise mit use und dann express static, gibt den Verzeichnisnamen an und hier den Verzeichnisnamen, in dem das dann tatsächlich liegt. Ja? Typischerweise wird eine index.html-Datei ausgeliefert. Also wenn wir index.html in diesem Verzeichnis app liegen haben, müssen wir hinterm Slash gar nichts mehr angeben. Wir können
auch dynamische Informationen aus so einem URL auslesen. Sie werden sich schon gedacht haben, wenn wir Produkte mit bestimmten IDs abfragen, müssen wir auch irgendwie Zugriff auf diese IDs haben. Und dafür gibt es so Platzhalter, die mit einem Doppelpunkt versehen werden. Und dieser Platzhalter taucht dann als Attribut unter diesem Namen im Params-Objekt des Requests auf. Ja, also wenn wir jetzt hier Products 42 abfragen würden, hätte dieses Attribut ID dann den Wert 42. Und wenn wir eine Funktion hätten, die getProductById heißt und dann eben dieses entsprechende Objekt mit der zugehörigen ID aus der Datenbank holt, dann können wir das einfach zurückschicken. Wichtig ist, wenn wir JSON zurückliefern, dass wir unseren Content-Type auf Application-JSON setzen und dann tatsächlich auch aus dem Objekt, was wir ja erstmal in der Hand haben, einen JSON-String machen mit JSON.stringify. Wie das funktioniert, wissen Sie schon. Ich sage es jetzt nur, dass Sie daran denken, dass das dann an der Stelle jeweils getan werden muss. Kommt aber auch gleich noch. Wenn die Anfrage bereits JSON enthält und der Client uns das mitteilt, dann können wir mit Hilfe des Moduls BodyParser dafür sorgen, dass Express automatisch aus dem JSON, was vom Client geschickt wird, ein Objekt macht, also ein JavaScript-Objekt, und wir mit Hilfe von rec.body auf dieses Objekt zugreifen können. Also das Objekt, was geschickt wurde, heißt dann rec.body, und je nachdem, welche Attribute wir erwarten, können wir dann auf diese Attribute zugreifen und da gegebenenfalls weitere Fachfunktionen drauf ausführen. Und an der Stelle könnte man jetzt eben beispielsweise auch so eine Prüfung machen, ob das Objekt der erwarteten Struktur entspricht und dann eben gegebenenfalls diesen Get Request zurückliefern. Also wenn wir hier beim Zugriff auf ein bestimmtes Attribut eine Exception bekommen oder ein Undefined zurückkommt oder sowas, dann könnte man sagen, okay, dieses Objekt, das können wir so in der Form nicht annehmen, akzeptiere ich nicht. Ja, also gerade bei einem Post-Request wäre das ja von Bedeutung. Ein Punkt noch in Bezug auf REST-Interfaces. Sie sehen, hier steht immer Products. Es ist sinnvoll, immer entweder die Einzahl oder die Mehrzahl zu verwenden und nicht für mehrere Produkte die Mehrzahl zu verwenden und für eins oder für mehrere Ressourcen die Mehrzahl und für eine Ressource die Einzahl. Das stiftet nur Verwirrung. Aus meiner Perspektive ist es sinnvoll, immer die Mehrzahl zu verwenden, und das wird in der einschlägigen Literatur auch im Prinzip genauso empfohlen. Also auch wenn wir eins abrufen, so wie hier, immer den Plural des jeweiligen Ressourcennamens zu verwenden. Zum Inhaltstyp der Antwort hatte ich schon was gesagt. Wir setzen den Content Type auf Application JSON und wandeln dann das Objekt, was wir ausliefern wollen, mit Stringify eben in JSON zurück und zum Status komme ich gleich noch. Es lassen sich jetzt genau diese vier Methoden, die wir für ein CRUD-Interface bzw. auch für ein REST-Interface benötigen, lassen sich mit vorgefertigten Funktionen des Express-Interfaces umsetzen. Also es gibt eine Methode oder eine Funktion get, eine Funktion post, eine Funktion put und eine Funktion delete in diesem Applikationsobjekt, was wir von Express zurückbekommen. Das Delete hier, das ist jetzt hier nur rot, weil das Syntax-Highlighting von meinem Eclipse noch spinnt und der Meinung ist, dass Delete ein JavaScript-Schlüsselwort ist. Erst ab ECMA 5 oder so macht der Eclipse das dann nicht mehr. So, und so sehen dann die zugehörigen URLs entsprechend aus und die Händlerfunktion, so wie wir das von letzter Woche schon kennen, mit Request und Response. Und da würden wir dann jeweils unsere Fachfunktionen rein implementieren. Den Status setzen wir mit der Funktion Status. Auch hier sehen wir wieder so ein Chaining. Also jede dieser Funktionen liefert immer das vorherige Objekt wieder zurück. Also
Es wird immer von jeder Funktion von Status und von Content Type wieder das Response-Objekt zurückgeliefert, sodass wir die einfach hintereinander ketten können, diese Aufrufe. So, wir wollen uns das gleich mal in der Demo anschauen. Ich will aber noch einen kurzen Exkurs in die Persistierung machen. Üblicherweise, wenn wir auf dem MeanStack eine Applikation bauen, nehmen wir für die Datenhaltung serverseitig eine NoSQL-Datenbank, wie zum Beispiel MongoDB. Wir können auch eine MySQL-Datenbank nehmen, das geht auch. Also irgendeine Form von Datenbank oder Cloud-Service oder irgendwas. Aus verschiedenen Gründen tun wir das nicht. Zum einen hatten Sie noch keine Datenbankveranstaltung, wenn Sie hier regulär im zweiten Semester studieren. Zum anderen müsste ich zu viel Zeug drumherum noch erläutern, wie das mit diesen Datenbanken funktioniert. Und das will ich nicht, deswegen machen wir eine einfache Persistierung im Filesystem. Das heißt, das Array, in dem diese ganzen Artikel dieses Blocks liegen, wird einfach ins Filesystem geschrieben. Immer wenn der Server startet, wird es aus dem Filesystem geladen und im RAM gehalten. So wie wir das jetzt eh schon auf dem Client tun, die ganze Zeit. Alternativ kann man natürlich auch eine Map statt eines Arrays verwenden. Das hängt jetzt davon ab, welchen Weg Sie in den Übungen, insbesondere in der Übung 6 oder was 7 gegangen sind, also wofür Sie sich entschieden haben, ob Sie ein Array oder eine Map bauen wollen. Und das würde dann so aussehen in Node. Auch das finden Sie im SVN. Wir binden das Filesystem-Modul von Node ein. Und können dann mit Hilfe von Read-File-Sync die entsprechenden Daten lesen. Wenn wir von vornherein ein JSON-Objekt dort reinschreiben, haben wir dort auch nur JSON-Daten drin, die wir dann auch wieder rausparsen können, dementsprechend. Und wenn die Datei nicht da ist, dann sagen wir halt einfach keine Datensätze gelesen. Das Ganze machen wir ganz am Anfang, also immer wenn der Server startet, bevor wir den an den Port binden, findet dieser Teil statt. Und irgendwo sollte man dann so eine Funktion haben, zum Beispiel Update-File, die einfach den aktuellen Zustand dieses Articles-Arrays, was wir hier haben, als JSON-String in diese Datei schreibt. Also jedes Mal, wenn wir unser Array verändern, schreiben wir es einfach ins Filesystem raus. In einem echten Produktivsystem würde man jedes Mal, wenn man den Datenbestand ändert, halt in die Datenbank schreiben. Das ist einfach nur so ein Stück Code, was Sie sich kopieren können für die Übung, damit Sie serverseitig eine Datenhaltung haben. Tatsächlich ist es für die Realisierung der Übung nicht zwingend erforderlich. Sie könnten auch die Daten dauerhaft im RAM halten. Also Sie könnten einmal einen Basis-Testdatensatz, so wie wir das jetzt schon gemacht haben, in den Array reinsetzen und diesen Datensatz in dem Array dann immer verändern. Es würde nur dazu führen, dass Sie jedes Mal, wenn Sie Ihren Server starten, wieder mit denselben Testdaten starten. Auch das kann was für sich haben. Entscheiden Sie, wie Sie es machen möchten. In den in den Musterlösungen der Übung verwende ich das hier, um die Daten zwischen den verschiedenen Serverstarts zu persistieren. Gut, und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie das mit Express dann aussieht. Das sind im Wesentlichen die Codes, die ich aus dem jetzt gerade Ihnen schon gezeigt hatte. So. Können Sie das ganz oben lesen? Ist das groß genug? Ja? Okay. Also was wir schon kennen, wir müssen das HTTP-Modul einbinden. Zusätzlich binden wir das Express-Modul ein, erzeugen uns so ein Applikationsobjekt, in dem wir einfach die Express-Funktion aufrufen und alle weiteren Aufrufe hängen dann eben an diesem Applikationsobjekt. Der Server wird auf diese Weise erzeugt. Und das Einfachste, was wir tun können, ist, dass wir einfach jeden Request, der kommt, das kennzeichnen wir hier mit diesem Stern als Wildcard, beantworten mit dem Text Hello World.
So, und wenn ich dieses Ding jetzt mal starte, dann kann ich mit Postman, wir schauen hier nochmal, wir sind auf Port 3000, dann kann ich mit Localhost 3000 diesen Text abrufen. Wir können hier jetzt natürlich auch noch irgendwas dahinter schreiben. Zum Beispiel sowas. Und dann kommt nicht überraschend auch wieder dasselbe zurück, einfach weil wir eine Wildcard-Route gebaut haben. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir mehrere Routen haben? Das wäre jetzt das Beispiel hier. Wieder die Initialisierung des Servers. Und jetzt habe ich hier mal zwei solche Request-Händler eingebaut. Da haben wir einmal die Route Test. Und da kriegen wir als Antwort, das ist die Route Test. Und für alle anderen würden wir dann die Antwort kriegen, das ist die Wildcard-Route. So, wenn ich den jetzt starte, kriege ich eine Exception. Dran denken, ja, wenn ihm das passiert, liegt es daran, dass der andere Server noch läuft. Also müssen wir den einmal anhalten. Das geht hier in Eclipse über diese Konsolenansicht. Und dann kann ich den tatsächlich starten. Wenn ich jetzt Localhost JavaScript mache, dann sehen wir hier, das ist die Wildcard-Route. Und wenn wir aber Test machen, dann sehen wir, das ist die Route Test. Und wenn ich jetzt die beiden Funktionen in einer anderen Reihenfolge anordne, also die hier einfach nochmal davor schreibe und das Ding neu starte, dann werden wir jetzt für Localhost Test sehen, dass wir da die Antwort kriegen, dass die Wildcard-Route, einfach weil die Wildcard-Route alles vorher abfängt, was wir dorthin schicken und es dann eben entsprechend nicht mehr greift. So, dann schauen wir uns mal an, wie das mit dem File-Server funktioniert. Wir haben ja immer das Problem, dass wir, wenn wir eine HTML oder wir werden ab jetzt unseren Client vom Server ausliefern, weil wir ab jetzt die Daten auf dem Server halten. Und damit das eben einfach geht, sollte man sich diesen ganzen Client, den man hat, in ein eigenes Verzeichnis, hier sehen Sie, ist das Verzeichnis App, in dieses Verzeichnis reinkopieren. Und was jetzt hier drin liegt, sind einfach ein paar HTML-Dateien und ein Verzeichnis lib. Und alles, was da drunter adressiert wird, wird jetzt dann eben einfach an den Browser ausgeliefert. Wenn wir uns das einmal anschauen, ich halte das mal hier an. Ja, das macht einfach nur dieser Befehl, der sagt, liefere statisch dieses Verzeichnis aus. Und wenn wir das jetzt hier abrufen, test.html, dann sehen wir, kommt hier eine HTML-Seite zurück, wo drin steht statisch ausgelieferte Datei, und das ist eben tatsächlich die, die jetzt hier in diesem Verzeichnis liegt. Gleichzeitig gibt es die Route Test hier unten immer noch. Das heißt, wenn ich jetzt hinter dem .html oder hinter dem Test das .html weglasse, dann sehen wir, dass zusätzlich trotzdem noch diese Route greift. Ja, es wird also tatsächlich auf der Basis dieser File-Namensendung dann entschieden, das ist eine statische Datei und die wird jetzt auch statisch ausgeliefert. Und jetzt wollen wir uns noch kurz ein Beispiel anschauen, wo wir tatsächlich mal ein REST-Interface haben. Ich habe eine ganz einfache Implementierung,
dieses Shop-Systems aus den Beispielen. Hier, ich will Ihnen das einmal ganz kurz vorstellen. Es gibt also einmal so eine Shop-HTML, das ist nur ein Formular, das schauen wir uns dann gleich im Browser an. Falls Sie Anregungen brauchen für die Übungen, wie Sie clientseitig das Interface ansprechen sollen, schauen Sie sich diese shop.html an, da ist das im Prinzip alles drin abgebildet, wie das funktioniert. So, und dann gibt es eine Shop.js, das ist der eigentliche Server, das sieht jetzt ein bisschen komplexer aus. Also hier haben wir einmal diese Geschichte mit dem Body Parser, was ich gesagt hatte. Body Parser ist ein Modul, was in der Lage ist, aus strukturiert gesendeten Daten die zugehörigen Objekte zu machen. Der kann zum Beispiel darauf reagieren, Formulardaten umzuwandeln in ein Objekt. Also wenn wir ein Formular mit eindeutigen IDs und Namen haben und schicken das über einen Submit-Button vom Browser, dann kommt das ja als Query-String im Body an und daraus kann der Body-Parser ein Objekt machen, was als Attribute die Namen der entsprechenden Eingabefelder enthält. Ja, und dann können wir direkt als Objekt auf die Werte zugreifen. Dasselbe gilt für JSON. Wenn wir Application JSON schicken, macht der Body Parser daraus genau das Objekt. Sonst hätten wir ja eine Zeichenkette. So, dann haben wir hier dieses leere Articles Array. Das wird jetzt auf die Weise, die ich vorhin beschrieben habe, aus der Articles JSON eingelesen. Die zeige ich Ihnen mal kurz. Die sieht so aus, das sind jetzt irgendwie so ein paar Werkzeuge. Und da kann man sich hier die Struktur anschauen. Da braucht man gegebenenfalls ein zusätzliches Plugin. Ja, also das ist einfach nur ein Array, was ein paar Objekte enthält. So, und dann kommen die eigentlichen Restanfragen. Ja? Also wir können einen Artikel abrufen, wir können einen Artikel mit einer ID abrufen, also Artikel ruft alle Objekte ab, Artikel mit ID ruft eins eben mit genau dieser ID ab. Wir können einen neuen Artikel posten, Sie können dann auch die Kommentare sich in Ruhe noch durchlesen. Wir können einen geänderten hinliefern und wir können ihn löschen. Ja, das Ganze, also komplettes Interface auf, keine Ahnung, 175 Zeilen oder so. Und so ähnlich wird letzten Endes das Block auch aussehen oder die Befehle, die wir an das Block, an die API von dem Block schicken, dann eben auch aussehen. Und wenn wir das jetzt mal abrufen, ist es schon gestartet? Nee, ich muss es noch starten. So, hier sehen wir nochmal die Objekte, die eingelesen wurden. Das ist bloß so eine Debug-Ausgabe. Und wenn wir das jetzt hier mit localhost 3000 und shop.html aufrufen, dann sehen wir hier halt so eine Administrationsoberfläche für so einen Shop, die ganz, ganz einfach ist. Ja, also wenn wir jetzt hier auf Kombizange klicken, dann sehen wir hier oben, was der GET-Request letzten Endes zurückliefert. Das ist bei den anderen auch nicht anders. Jetzt könnte man jetzt hier mit Edit beispielsweise den Preis ändern. Und das absenden. Und wenn wir das dann neu laden, dann sehen wir hier den geänderten Preis drin. Das ist nahezu generisch. Also das lässt sich mit praktisch allen Ressourcen, die nicht stark strukturiert sind, also die nicht noch weitere Unterressourcen enthalten, lässt sich das so verwenden, indem man einfach die Namen der verwendeten Ressourcen anpasst und gegebenenfalls im Backend dann auch die Attribute anpasst. Da aber der Server hier fachlich überhaupt nichts macht, sondern einfach nur dafür sorgt, dass die Dinger gespeichert werden und aus dem Speicher geholt werden, ist es im Prinzip dem Server sogar egal, welche innere Struktur diese Elemente haben. Das wird bei unserem Blocksystem ein bisschen anders sein.
weil wir da zusätzlich noch Suchabfragen können wollen oder nach bestimmten Tags filtern können wollen oder nach Monaten filtern können wollen. Ja, da muss der Server fachliches Wissen haben. Da geht es nicht mehr so generisch, wie das hier geht. Aber die Anregung ist, wenn Sie jetzt die Übungsaufgaben bearbeiten, schauen Sie sich dieses Vorlesungsbeispiel einmal an und nehmen Sie sich das als Vorlage, um die ersten Schritte mit REST und Express dann eben auch zu machen. Okay, wir sehen uns gleich in der Übung und ansonsten dann bis dann.